Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Wolfenstein Youngblood. Mit dabei Dr. Hassmann und wir sind die hübschen Zwillingsschwestern von nebenan. Und wir ballern jetzt weiter wild um uns. Wir sind gekommen, um die Welt zu retten. Genau, wir kommen, um die Welt zu retten. Ja, die, nein, ich schaff das nicht alleine. Diese sinnlosen Animationen, oder? Also... Mal alles da machen. So. Oh, Powersprung. Drücke Leertaste und erneut Leertaste, während du in der Luft bist. Um einen Powersprung auszuführen mit der Motorrüstung, kannst du einen Powersprung ausführen, um in höher gelegenen Bereich vorzudringen und alternative Wege zu finden. Wo bist denn du? Du bist gar nicht mehr hier drin. Ich bin über dir. Wie über mir? Wie bist denn du über mir gekommen? Mit Powersprung? Ach so. Ich weiß schon wieder nicht. Na genau, jetzt muss an der Seite. Das versuch's ja, aber es geht doch nie. Den. Ja. Okay. 7 Folgen später. So, da bin ich. Der Bauersprung. Bauersprung. Major. Das Ding nehmen, ja? Hörst noch was zu lesen? Beil- und Messerwurf. Drücke Mausrad, um Nahkampfwaffen zu werfen. Im vom Nazi kontrollierten Neu-Paris lassen sich viele nützliche Waffen finden, darunter auch Nahkampfwaffen, die du werfen kannst, um Gegner lautlos aus der Entfernung zu töten. Diese Waffen können nicht geworfen werden, wenn du zu nah an deinem Ziel stehst. Stattdessen greifst du dann im Nahkampf an. Aha. So, haben wir jetzt... Ach ja, das sind Nahkampfwaffen. Nehmen wir uns doch mal so ein Messer und... schießen. Ich habe es schon gesehen. Schießen den einfach mit der Waffe in die Schnauze. Nicht mit Nahkampfwaffen werfen. Ach ja, liegen welche. Und hier auch so eine Axt. Geil. Geil, sag ich da nur. Wurfwaffen voll. Unbekannte Munition. Wo geht's denn nur hier weiter? Wahrscheinlich hier durch die Tore. Nicht verfügbar, aha. Jo, geht's runter? Ne, doch nicht. Ne, ich schätze mal, wir müssen mit dem Bauersprung irgendwie hier nuff. Ach, ja, hör. Bauersprung. Hey, Jess. Du warst doch mit Papa Jörg. Worüber habt ihr da gesprochen? Das war kein Seil. Oh. Warum gehst du nicht irgendwann selbst hochjagen? Hä? Ich jage nur Nazis, Jess. Wie bist du da hochgekommen? Mit Bauersprung. Ah ja. Da geht's hoch. Gut, bin oben. Alles klar. Und jetzt? Ja. Ach, da. Oh! Kannst du kaputt machen? Das ist ja gut. Geld drinne. Drücke die Moneten raus hier. An mit den Moneten. Der Teil ist voll. Okay. Ich schätze mal, wir müssen mit dem Bauersprung dort noch, hä? Ja. Geht's hier unten? Ach ja. Was denn da? Munitionskisten. Oh. Weiter. Ach ja. Ui, das ist aber ganz schön knapp. Uiuiuiui. So, was haben wir hier? Tagebuch. Drücke J, um das Tagebuch zu öffnen. Das Tagebuch enthält Missionen, Charakter, Waffen, Tutorials und Sammelbares. Öffne das Tagebuch. Oh, leck mich doch. So, die Radatten ran hier. Gucken wir mal. Hä? Ah, da rüber. Hier hoch. Ah ja. Das war knapp. So, Hammer. Guck jetzt, da drüben eine Kiste. Ja, stehen bleiben! What? Oh oh. Ich komm zu dir. Aber war schon vorbei, ja. Ich glaube, jetzt wurde ja der Alarm ausgelöst. Der ist ja schon vorbei. Kugeln sind da drin. Was ist mit den Kugeln?
Taschenlampe, drücke F, um deine Taschenlampe auszurüsten. Geht klar. Ich habe bei mir auch drücke keine. Ich habe keine Tasche, keine Tasse dafür. Drücke keine. Das ist gut, ich muss mal kurz gucken, ja. Taschenlampe. Hallo Ritze, schön, dass du reinschaust. Taschenlampe an, aus. Bin öff. Soll ich da drauf drücken oder was? Annehmen. Zack. Ey, ich darf nicht mal auf dich schießen. Naja, bist ja meine Schwester. So. Geht das jetzt? Geht. Hier ist aber finster wie ein Bärenarsch. Schön. Darüber oder darüber? Scheint egal zu sein, ne? Geh hier lang. Oh. Ich bin direkt runtergefallen. Ich bin, hä? Aber scheint also nicht verkehrt zu sein hier unten. Ein bisschen runter. Oh. Hier ist noch eine Kiste. 50 Silbermünzen, Alter. Hier ist auch noch eine Kiste. Mann, die geht nicht auf. Die geht nicht auf. wie geht denn das mit den Gästen? T. Was? Also bei mir ist es T. T. Wie tragisch. Also, oh. Zack, ich bin immer so stürmisch. Ich bin direkt runtergehüpft. Einfach runter, ja. Okay. Da schon dann weg. Ah ja, stimmt. Und richtige Ballermänner raus hier. Dicken Oschis. Gegnerische Barriere. Einige Gegner haben Schutzbarrieren, die zerstört werden müssen, bevor du sie ausschalten kannst. Manche Waffen sind wirkungsvoller gegen leichte Barrieren, während andere sich besser gegen schwere Barrieren eignen. Okay. Ja, dann ist das so. Kleinen sie alle weg. Warte mal, Hassi, hier ist noch was. Komm mal zurück. Da hinten liegt auch lang, ja. Hier unten ist nämlich noch Zeug. Hier liegt der Akkuschrauber. Ne, das ist eine Uzi. Wo geht's denn hier lang? Die Mucke ist geil. Hallo? Oh, hier ist eine Kiste. Wir sind hier zur Party eingeladen. Kann man schon aufmachen, die Kiste? Warum nicht? Maximale Leben erreicht, steht da. Boah. Das ist romantisch. Oh, gesoffen wurde viel, hä? Gesoffen wurde hier richtig viel. Ich bin jetzt richtig dicker mit Roboteranzug. Roboter. Oh. Der sieht nicht ganz koscher aus. Warte mal, ich schalte mal den hier in meinem Dings-Tornmodus aus. Muss ich mich auch beeilen. Oh, da kommt er nicht. Okay. Hält denn der aus? Ah, der ist hart. Ist der Dicke schon unterwegs oder? Oh! Ach, bist du! Oh, der dicke Bund. Oh, hier ist ein Kommandant! Was ist denn der jetzt? Ganz schön viele Gagkatze. Oh! Das war, ja. Wir machen das schon. Kommt er, Hassi, kommst du klar? Ich weiß gar nicht, wo du bist, mein Guter. Ja, hier, hat verfolgt. Au! Oh, 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 oh. Der schmeißt da mit Granaten. Kommt denn her? Okay, ich weiß nicht, wie wir den platt kriegen sollen. Keine Ahnung. Kriegen wir irgendwie. Guck mal hin. Wo ist denn der Kasper? Da hinten. Nee, doch. Der hat nur noch dreimal Schild. Na, bei dir?
Ah, jetzt haben wir ihn. Da kann ja gar nichts. Grüßt euch. Oh, hier ist schön. Neue deutsche Welle. Wo? Eisekalt gemacht haben wir sie. Eisekalt. Knallhart hier. Schöne Bassdrum, also schönes Resonanzfell hinten dran. Gefällt mir. Alles. Du rennst schon wieder so weit vor? Ne, ich bin wieder am Einsammeln. So. Ach, das voll. Aber hier, legt die Kohle rum auf dem Spieltischen. Okay, oh, ja. Spielphysik ist Schrott, man kann nicht mal die komischen Chips wegknallen. Festgeleimt. Was bist du? Festgeleimt? Prinzen. Ach so, mit Sekunden selber. 100 Stück. Hier bei mir. Oh, Ziegelturm. Das ist ja geil. Ich weiß nicht, wo du bist, Hassi. Und noch ein Casino. Was war hier? Irgendeine Kassette reingemacht, geöffnet. Hm? Achso, ne, dafür brauchst du dich. Wo bist du da hinten? Achso. Ganz hinten, da ist so ein Hebel. Da brauche ich dann dich. Oh, warte mal, hier liegt auch noch Zeug rum. Oh, oh schade. Keine Münzen. Okay, du bist dort und ich bin hier. Ja. Wir müssen zur gleichen Zeit zerren. 3, 2, 1 und los geht's. Los geht's. Was ist denn nun passiert? Tür aufgegangen, ja. Komm weiter. Die Tür. Die Tür ist aufgegangen. Ich bin links gegangen. Ich bin rechts gegangen. Guck mal. Achtung Mädels, ich habe gerade eben erfahren, dass der General eine neue Sorte von Motorrüstungen testet. Seid also vorsichtig, ja? Okay. Wir sollen vorsichtig sein. Motorrüstung. Ja. Nagelneu. Ich krieg jetzt noch Linsen. Geil. Der geht nicht auf. Hier gibt's neue Muni. Die Muni, Muni. Oh, ich glaube, wir brauchen jetzt, jetzt kommt so eine Art Endboss. Kann das sein? Wir werden ja erfahren. Hab Spock drauf. Hier, wir müssen hier zerren. Tschüss, braucht dich. Ja, wäre noch eine Kiste gewesen. Die ist ein bisschen voll. So, nu? Nach vorn oder nach hinten? So. Was machen wir jetzt? Nach vorne. Oh. Du hast noch nicht gewettet. Nein. Wir können ja nicht durchschießen. Terroristen. Verschlossen. Verschlossen. Alles zu. Das ist doch Kacke. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Oh, da kommt was. Alter. Oh, es geht schon los. Wir können schon. Okay. Was ist unser Kumpel, der? Oh, doch Paris. Okay, der Typ kann sich tarnen. Oh, der kann auch sich da oben blitzdingsen. Blitzdingsen. Verrückt, verrückter Typ. Okay. Ran, du Ratte, komm ran! Wer bist denn du? In der Sack. Ah. Werde euch eure kleinen Flügelchen ausreißen und an euren Knochen lagen. Wo ist denn der Knusperkopf? Ah, da drüben.
Ach, schon mal in zu sparen. Was? Ja, ich schaue sie wieder. Hinter dir. Ich kann dir Hilfe gebrauchen, Joe. Oh, ah. Wenn wir treffen, könntest du mir bitte helfen? Ich bin auch verwundet. Kann ich ausbluten. Ah, jetzt haben wir Leben verloren. Wo sieht man die Leben? Ach, dort. Ah, alles klar. Na gut, dann blute ich jetzt auch aus. Das kommt noch merklich mal hier. Irgendwo schießt noch einer. Ach, da oben. Okay, ja. Nicht mal allein. Wo ist er denn? Wo? Jetzt wird's aber schon ein bisschen hart, ne? Das ist schon ordentlich, ja. Warte mal, der. Au! Ist denn der nur? Ich sehe den immer nicht. Hier oben jetzt. Vor dir. Vor mir. Ganz schön aufregend. Ja, einfach reinsprayen. Was bist du? Oh. Hä? Oh, heilen. Ah, ich kann schon heilen hier mit meinem Daumen. Danke, Mann. Danke, Mann. Bitte schön. Hä? Aber es treibt noch Schuss. Ich blick danke, nicht, wo der ist. Das alte Arschloch. Oh, Feuer. Kannst du deinen T drücken? Wenn ich dich finde, ja. Nee, kann ich nicht. Ist noch. Ach, geht noch nicht. Du hast noch 15 Leben. Wer weiß, Rüstung schon weg von ihm. Ich habe. Ey, der ist abgehauen, der ist raus. Das blöde Arschloch. Aber fliegt er jetzt endlich mal dort rein oder nicht? Ich will den Finger treten. Ah! Oh, jetzt. Läuft doch! Naja, die Story ist ganz schön affig, finde ich. Aber naja, ist nicht schlimm. Das Spiel macht an sich übelst geil Spaß. Das war jetzt erstmal das Intro, ne? Das Prolog, ja. Also der Prolog, meine ich doch. Das ist gut. Haben wir uns gar nicht so gut geschlagen. Lasst ihr uns kurz. Ach, Kinder. Hey, was ist das, Abby? Ein Abhörgerät.
sieht aus wie aus Arthur und Kenneth. Hast du das gebaut? Jupp, wer sind Arthur und Kenneth? Hast du etwa nicht die geheimen Abenteuer von Arthur Pennington und Kenneth van Holzhauser gelesen? Lebst du hinterm Boot oder was? Da, nimm! Mir fehlt die Zeit zum Lesen. Also Arthur und Kenneth sind Superspione, okay? Und sie erleben... Nein, Schluss jetzt! Hör zu. Ich habe den Mädchen angesehen, dass sie sich Sorgen gemacht haben, auch wenn sie nichts gesagt haben. Dass er mal fort ist, ist keine Seltenheit, aber nicht so. Keine Anrufe. Keine Briefe. Ich habe überall nach ihm gesucht. Er ist einfach verschwunden. Nun, laut meinen Agenten hat er das Land vor etwa 4 Wochen unter falschem Namen verlassen. Seitdem gibt's keine Spur mehr von ihm. Anja, ist dir in letzter Zeit irgendwas an ihm aufgefallen? Nein. Weiß nicht. Depressiv, vielleicht. Manchmal spricht er den ganzen Tag nicht. Wie in der Klinik damals. Du kennst ihn ja. Ständig am Grübeln. Ja. Ich kann nicht nach ihm suchen, Grace. Ich muss hier bleiben und mich um die Mädchen kümmern. Du bist die Chefin des FBI. Kannst du denn gar nichts tun? Hör zu. Glaub mir, Mädchen. Wenn einer der Agenten etwas tun könnte, wäre ich sofort dabei. Aber weißt du, was das Problem ist? Er will nicht gefunden werden, Anja. Und wenn dieser Bastard BJ Blazkowicz nicht gefunden werden will, dann wird ihn auch keiner auf diesem verdammten Planeten finden. Ja. Scheiße. Ich weiß. So ein Dreck. Sie werden nicht nach ihm suchen. Das ist so typisch. Waschlappen. Oh, hey, wir müssen was tun. Was würden Arthur und Kenneth tun? Das sind Figuren aus einer Geschichte, Jim. Ich weiß, du blöde Kuh. Ich denk nur laut nach. Ich empfange was von da oben. Aber da oben ist nichts. Wow. Wow. Keiner von euch wusste was davon? Definitiv nicht. Was zur Hölle ist das alles? Schaut mal her. Das ist Seths Handschrift. Wer ist das? Codename Blackbird? Pariser Katakomben? Das ist es. Ein Hinweis. Er ist in Paris. Weißt du, auch wenn wir was sagen, wird keiner was tun. Na gut, dann liegt's wohl an uns. Nun denn, wie spät ist es? Es ist Zeit, dass Arthur und Kenneth die Sache in die Hand nehmen. Scheiße, ja! Ihr seid seltsam. Abby, du bist verschwunden. Was zum Teufel machst du da? Wir holen uns nur ein paar Burger, Mama. Abby, komm sofort zurück, verdammt! Ich kann dich nicht verstehen. Abby! Ich will euch was zeigen. Wow. Wo hast du denn diese Motorrüstungen her? Selbst gebaut. Alle Regimegeneräle tragen die. Ihr werdet sie also brauchen. Heilige Scheiße. Du bist echt die beste, Abby. Ich habe nur eins von Seths Projekten beendet. Es war sein letzter Wunsch. Im Laderaum ist noch mehr Zeug, an dem ich arbeite. Kein Wunder, dass Grace dich in ihrem Forschungsteam haben will. Vielleicht schickt sie dich eher in den Jugendknast. War ziemlich wütend, dass du sie bestohlen hast. Glaubst du, es interessiert sie, was ihre Mutter denkt? Ist mir egal, was andere denken. Thank you.
bist du, Blackbird? Und wer mögt ihr wohl sein? Ich will diese Scheiße nicht nochmal machen. Alles oder nichts, Schwester. Genau wie Papa es uns beigebracht hat. Gute Arbeit, Mädels. General Winkler ist aus dem Rennen. Kehrt zurück in die Katakomben. Jojo will euch sprechen. Bin dran. Gratuliere, Mädels. General Winkler ist tot. Wie lang das Story-Modus geht. Gar nicht mal so überraschend. Schließlich ist euer Vater der Mann, der ihren Kanzler getötet hat. Das hier ist ein großer Schritt für den Widerstand. Kommt zu mir und Jack zurück. Dann können wir uns das weitere Vorgehen überlegen. Juju, Ende. So, ich habe unten im Wassermann noch eine Kiste mit Münzen gelootet. Ansonsten ist hier nichts weiter. Es war nur die eine. Oh, doch, hier. Hier ist noch was. Band. Sonst was hier? Nee. Gibt es da eigentlich eine Atemanzeige, wie lange man atmen kann? Okay, ja, die wird dann irgendwann rot, wenn man erstickt. Alles klar. So. Hoch mit ihr. Schnell. Gut, haben wir den Zeppelin auf den Boden gebracht. Weil wir es können. Weil wir es können, genau. Ich schätze mal, wir müssen hier rein. Hören wir einfach mal. Ja, wie krass das jetzt aussehen würde, hätten wir die unzensierte Version. Ich glaube, das wäre echt übel hier. Denke ich auch, ja. Hier oben was sind auch noch da? Kisten. Und hier ist noch ein Info und eine 3D-Brille Licht. Oh, bestimmt, Dicker. Kommt der her? Wir können auch hoch. Au! Irgendwas schießt von der Seite. Scheiße, da ist ein Scharfschütze. Da oben ist ein Scharfschütze. Wow, 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 wow. Ah, das ist schon wieder so ein gepanzerter. Leute, Alex. Ah, wenn man den in den Rücken schießt, ist er eigentlich so gut wie down. Das ist gut. Ja, da hinten so ein Explosionstank dran. Was ist denn das Geiles? Kannst du mir mal die rechte Flanke decken? Ja. Wie geil ist denn das? So weit komme ich wahrscheinlich nicht mit der Waffe. Ne? Was ist begrenzt? So. Reichweite mit der Waffe, kann das sein? Da kommt ja, ich glaube auch. Au. Mein Fuß geschossen. Raketen noch. Nee, was ist das? Geht doch schon mal. Oh, 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 oh. So schnell weg. Oh. Alter Schwede, was ist hier los?
Oh, von hinten. Ey, die sind überall, ha? Die Affen. Aber ich vermisse ja echt Handgranaten. Den müssen wir wieder auf dem Rücken. Ja. Wie hast du meine Schwester jetzt gerade Drecksschlampe genannt? Oh. Das ist ja Frechachs. Hui. Damit erstmal hier, Rüstung. Jo. Wo ist denn der Dicke? Bei mir. Und in meinem Sack. Kannst du den Dicken hierher, dingsen? Hierher locken? Ich bin quasi unter der Brücke, genau. Hier, guck mal, da bin ich. Hier, kannst du den. Ah, da ist er. Bam! So ein Idiot. Das ist irgendwie gewesen hier. Ach, guck mal. Das sind ja überall so eine geilen Dinger. Online-Zahlenfeld. Online-Zahlenfelder sind mit dem Sicherheitsnetzwerk des Regimes verbunden und benötigen einen generierten Code zum Freischalten. Deine Schwester kann den Code-Generator in der Nähe nutzen, um den richtigen Code einzugenerieren. Okay, du musst, glaube ich, hier irgendwo hinkackern. Code hinmachen. Mach mal irgendwo Code hin. Code-Anfrage. viele Menschen, die stehen darauf. Auf Code. Jetzt muss ich darauf warten, bis jemand anfragt. Wo ist denn das hier? Kann ich hier ausnehmen? Nee, darf nicht. Hä? Doch, ist eine Sniper, oder? Ach nee, da müssen wir erst den Perk schwere Waffen freischalten. Warte mal, das kann ja einer von uns machen. Ich hatte jetzt nämlich ein paar Levelaufstiege. Das macht sie nicht so Nazi. Nein, aber fast. Warte mal. Acht. Hallo. Wo ging das? Bei J. Und zwar Charakter. Macht. Obwohl ich will, glaube ich, das Ei. Akimbo. Akimbo. Wo ist denn das bei Kraft? Ja, Akimbo. Annehmen. Geil. Große Waffen. 4 Punkte. Aber wie mache ich jetzt das Akimbo? Ich hab nur eine Waffe. Ja, Ahnung, da erstmal 2 Waffen brauchst du. Seitliches Ausweichen. Akibö! Fuck. So, die haben wir nachgeladen. Damit gehen wir mal alles schnell durch. Den Plan, wo wir jetzt überhaupt hin müssen. Also wir irgendwas mit diesem Terminal. Warten. Warten auf Code-Anfrage immer noch. Aha. The code tut not. The code tut not. Acht. Was war ja auch meine Waffe? Damage plus. Ja, öffnet. Was? Öffnet an anderer Stelle. Code-Anfrage. Vielleicht ist er im Wachhäuschen? Das scheint bei der Code-Anfrage muss ich sein. Achso, du musst jetzt mal ins Wachhäuschen und du kriegst jetzt ein Code von mir. Du bist also dieser mit dem Code. Komm mal. Toll, danke. Code eingeben. Welchen Code muss ich eingeben? Ist nicht, bei mir steht auch Code eingeben. Aber Enter. Na, hast du Gold für mich? Also. Na, ich könnte was eingeben, aber bei mir laufen da oben so komische Zahlen durch. Ich brauche halt jetzt ein Gold. Ja, auch, ja.
Kann aber nichts eingeben. Komisch. Warte auf Code-Anfrage. Muss ich warten. Nochmal. Nochmal die Code-Anfrage. Die Ela, die hustet aber laut. Ja. Schon vom Rauchen. So, was machen wir jetzt mit dem Code? Soll ich nochmal probieren? Drück nochmal, ja. 3-4. Toll, danke. Was eingeben? Ich kann nichts eingeben. 3456 gebe ich jetzt einmal mal ein. Nee, ich verstehe nicht, was ich hier machen soll, liebe Leute. Danke. Viermal Sternchen. Aber hier ist gar kein Sternchen. Wir dürfen ganz viele Codes bei mir durch. Und bei mir auch. Du kannst, ich kann mal nicht eingeben. Kannst doch du wahrscheinlich machen. Ich kann eingeben, ja, aber Gib mal hier ein, 1,8. Warte, wenn es runterkommt. So schnell. Komm nicht runter. Das sind noch andere Codes, okay. Keine Ahnung. Ich weiß auch gerade nicht, was wir hier machen sollen. Suche jetzt. Standardzahlen, wo sind sie unten? Eine Diskette finden. Ach, das könnte sein. Na, pass auf, ich stelle mich mal kurz hier hin. Und Dr. Hassmann findet mal eine Diskette. In der Zeit gehe ich mal aufs Klo, beziehungsweise beende die YouTube-Folge an der Stelle. Liebe YouTube-Zuschauer, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Lasst ein Abo und ein Like da. Wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Du bist das, Mann. So, ich gehe mal kurz aufs Klo, Hassi. Und du kannst da mal gucken, was hier eigentlich Spaß ist.